Hallo, liebe Freunde von Amüsiertablette, herzlich willkommen zurück bei Football Manager 2016 mit eurem Crunchcow. Und ja, nachdem wir in den letzten Tagen die Tracht Prügel kassiert haben, ja, was soll's. Wir haben jetzt aber, meine ich, Transferphase, Transferperiode. Das heißt, wir werden da gar nicht so groß zum Zug kommen, jetzt irgendwas richtig Spannendes zu machen. Sondern werden uns jetzt wahrscheinlich eher damit beschäftigen müssen, was mit unseren Leuten los ist. Ob die jetzt vielleicht mal aufgebaut werden oder nicht. Außerdem, Kader geht in den Urlaub. Wird am Samstag, den 2. Januar, zurückerwartet. Oh, die Würzburger Kickers haben Hollerbach entlassen. Der nächste, Ralf Lose, könnte als nächster fliegen. Was ist eigentlich mit unserer Mannschaft, Hertha? Auf welchem Platz sind die? Also unsere Muttermannschaft, nenne ich es jetzt mal. 15. Ist ja auch nicht zwingend, Wettbewerbe, erste Mannschaft. Ne, 11. sind sie. Naja, ist jetzt auch nicht so zwingend ganz geil, aber man sieht's. Andere sind da weit unter. Tabelle ist auch interessant. Ist eigentlich gar nicht so unrealistisch hier, die Tabelle. Finde ich zumindest. Wir haben die alle in Urlaub geschickt. Zeitplan. Wir haben am Samstag, den 9.1. ein Freundschaftsspiel. 13.1. ein Freundschaftsspiel. Und am 16.1. müssen wir dann ran gegen Oberlausitz schon wieder. Also da beginnt schon die Rückrunde für uns. Das heißt, wir lassen ihn jetzt erstmal ein bisschen laufen. So Richtung 20. werden wir dann nochmal gucken, ob wir dann nochmal eine Pause einlegen, damit wir mal die neuesten News lesen können. Auch wie es dann halt so um die ganzen anderen Mannschaften bestellt sind. Sollte sich Preußen-Münster vielleicht was ergeben, würde ich auch versuchen, mich darauf zu bewerben. Warum hat er jetzt gestoppt? VfB Stuttgart fegt Hertha vom Platz, das ist natürlich doof. Aber was soll's. Da kann ja jetzt auch unser Fuzzi nicht viel machen, der Trainer. Der Trainer müsste ja jetzt noch Paider da sein. Ja, die Jugend kann noch spielen. Sollen sie doch tun. Sollen sie machen. Ja, müssen wir aber am 20. auch nicht groß reingucken, oder? Dann können wir auch am 21. groß reingucken. Vielleicht waren da dann noch... Nee, aber Spiele am 20. und 21. glaube ich nicht. Aber neue... sind scheinbar neue Dingens gemacht worden. Überblick vom Samstag. Was ist denn mit Dingens? Nee, Hertha BSC mit spätem Gegentor auch nur 1-1 gespielt. Preußen-Münster hat wieder verloren. Aber bisher ist da niemand gekickt worden. Bayern hat nur 0-1 gegen... Nur 0-1 gegen Ingolstadt gewonnen. Gucken wir mal kurz nach Weihnachten, wie die Lage ist. Ich denke ja mal nicht, dass die zu Weihnachten alle gefeuert werden. Aha, 11. der Woche. Kraft besiegelt neuen Vertrag. Okay, der hat einen neuen Vertrag. Meier ist nach einer Verletzung wieder da. Das hört sich doch gut an. Transferfenster eröffnet jetzt erstmal wieder einen Speicherplatz. Also jetzt müssen wir uns halt so ein bisschen damit auseinandersetzen, was so in der Welt des Fußballs passiert. Das ist natürlich für euch nicht sonderlich spannend. Das ist mir durchaus klar, aber es gehört derzeit dazu bei dem Spiel, dass wir uns damit beschäftigen. Ich will ja auch nicht, dass ihr vielleicht irgendwann mal eine Neuigkeit oder sowas verpasst, die interessant sein könnte für euren Kommentar vielleicht sogar. Deswegen zeige ich immer relativ viel auch von diesen vermeintlich langweiligen. Ah ja, wir sollen einen neuen Chefphysiotherapeuten bekommen. Das hört sich doch gut an.
Ja, auch für unsere zweite Mannschaft werden die von dem Verein eingestellt und zur Verfügung gestellt. Aber dadurch, dass man auch viel in die zweite Mannschaft jetzt investiert hat, gehe ich mal davon aus, dass das eigentlich alles okay ist. So, wie sieht's denn hier aus? Ah, SC Paderborn, Ralf Lohse. Wird immer noch gehandelt. Lars Bender verdient eine Nominierung. Hier haben wir nochmal bei Schnurr angefragt, Chef-Scout. Brooks hat einen neuen Vertrag geschrieben. Der Chef-Physiotherapeut möchte nicht zu uns kommen. Ja, aber wir haben kein Geld. Also ist zwar schön, dass die gucken, ne? Aber wir haben kein Geld. Also wenn ich jetzt suchen würde nach Transfers, verfügbares Gehaltsbudget haben wir schon nicht und verbleibendes Transferbudget haben wir sowieso nicht. Das heißt, ich kann zwar scouten lassen, aber pff. Elton da Costa spielt seit 2000 bei Armstadt und wäre eine eventuelle mögliche Verpflichtung, wenn wir den Vertrag anbieten. Ne, dann können wir das nicht machen. Wir haben halt nicht Nils Klaus Vertrag anbieten. 1000, 5000 verhandeln. Klappt nicht. Wir können nicht mit allen. Die wollen alle nicht verhandeln. Okay, mit dir können wir es abschließen. Von Malcho über das Transfercenter. Ralf Lohse. Keller übernimmt bei den Würzburger Kickers. Ja, ich bin schon ein bisschen in Lauerstellung. Dass man sich irgendwo anders hin bewirbt, kann natürlich dazu führen, dass es Spannungen zwischen mir und dem anderen zu Problemen kommt. Fischer angefragt, Chefphysiotherapeut, suchen die immer noch. Burchards Ausleihphase endet, er kehrt zu Hertha BSC2 zurück. Erster Scoutbericht von Schnorr. Wäre eine gute Neuverpflichtung. Nochmal als Transferziel. Rodriguez erhält Auszeichnung Ballon d'Or, okay. Spieler des Jahres, die Weltjahres, bla bla bla. Golden Boy. Okay. Ja, kann man machen. Das Transferfenster öffnet jetzt auch. Wir haben jetzt demnächst das Freundschaftsspiel gegen den Schönebecker SV. Ja, ist jetzt nichts, was jetzt für uns relevant wäre. Ich denke mal, die meisten Vertragsverhandlungen werden eh auch durch unseren Mutterverein geführt. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Das werden wir dann gleich, denke ich mal, feststellen und sehen, wenn es denn soweit ist. Erstmal scheint der 1. Januar so ein Punkt zu sein, wo man erstmal eine ganze Menge reinladen muss in das Spiel wieder. So eine ganze Menge Daten wahrscheinlich sammelt sich. Oder? Ja. Ich kann auch derzeit nicht auf Abbrechen drücken, sodass ich sozusagen zurückkomme ins Hauptmenü. Ich denke mal, am 1. Januar werden jetzt die ganzen Daten gesammelt fürs ganze Spieljahr jetzt sozusagen. Und von daher müssen wir auch abwarten. Wahrscheinlich auch so ein bisschen wegen dem Transferfenster. Ich denke mal, das ist ja nicht das einzige Transferfenster, was sich öffnet, sondern auch das der anderen Vereine, beziehungsweise anderen Ligen. Und ich vermute mal, dass dann auch da eine ganze Menge Daten hin und her geschoben werden am ganzen Tag über. Es wird wahrscheinlich auch wieder für unser Postfach eine Sprengung werden. Jetzt geht's weiter, seht ihr. So, was gibt's denn noch? Ja, guck mal, ja. Bahai-Datei gibt Angebot für Masmanidis ab. Das ist der, den wir haben. Angebote für Kreuzmünster-Gruna. Da gibt es Leihangebote. Zufriedenheit des Vorstand. Okay. Fischer serviert hätte zwei ab. Spanien-Auftrag beendet. Machen wir mal weiter.
Übersicht französisches Joker-Transferfenster. Das wird ja auch alles berücksichtigt. 1:1. Jetzt muss ich mal eben das Headset ein bisschen verlagern hier. So. Schon besser. Jetzt ist es besser. So, wir machen zwischendrin immer noch mal ein bisschen Pause. Fitnessbericht vor Rückrunde. In Top-Verfassung zurück. Sprichsthema, Spieler loben. Form loben. Stimmt, ihr wollt weiter so. So. Beşiktaş trifft Entscheidungen über Regisleihe. Okay. Da sind wir raus. Andreas Kaufmann. Wer ist das? Burchard wurde zu Hertha BSC 2 versetzt. Das ist interessant. Dann haben wir gegebenenfalls noch einen anderen Torwart zur Verfügung. Müssen wir mal schauen, was Burchard da kann. Scout-Bericht. Angriffsspiel. Angriffsspiel ist auch das, was wir machen werden, weil das ist ein niederklassiger Verein, sage ich jetzt mal. Hier braucht niemand Spielpraxis. Vogt erteilt Hertha BSC 2 Absage. Hopp akzeptiert Assistenztrainer. Oha, oha. Ach so, das war ja der Vertrag, den ich eh ausgehandelt habe. Ja gut, das sei dann mal alles okay. Krone akzeptiert ein Angebot. Okay. Auch hier machen wir erstmal nichts. Ich würde ganz gerne beim Freundschaftsspiel so ein bisschen aus den Vollen schöpfen. Wir haben ja zwei Freundschaftsspiele, auch relativ knapp hintereinander. Aber dann kommt schon der FC Oberlausnitz. Und da müssen wir uns natürlich wieder voll reinhängen. Aber erstmal die Daten speichern. Das kann er machen, das gönne ich ihm hier, dem PC. Was soll's. Alles klar. Schönebecker SC kann kommen. Posteingang. Hat er bisher bei Rasp angefragt. Sobota hat einen neuen Vertrag. Wer hat der BS2 verliert? Eine Verletzung erlitt und oh je. Jungtalent Meier ist nun Profi. Einfacher Sieg für Preußen Münster. Okay, ich denke mal, die haben auch. So, Kauter ist im Po. Deswegen werden wir ihn mit Maurice Kovic ersetzen. Florian Bark werden wir mit reinholen. Marcel Rausch. Pai Dardai, der nächste Pai Dardai. Kakmak oder Chakmak. Und Tobias Hasse. Nee, werden wir mal Bübel mit reinholen. So, Sascha Burchardt. Ja. Machen wir das mal. Wir werden nachher komplett einmal aus der Reihe tanzen hier. Abräumer, verteidigen, so. Wobei man sich mal überlegen könnte, wenn man Backtitch hier hat, hat man ja auch den Dominik Pelleven, Maurice Kovic. Nehmen wir ihn mal rein. Kann der da irgendwas voll abdecken? Hallo? Ja, super. Ja, super. Was denn seine Idealposition hier? Zentraler Mittelfeldspieler, aber wenn man ihn hier hinten einsetzt, dann hat man... Ja, super, ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Ja, weißt du was? Dann nehmen wir dazu den Dominik Pelleven.
Und wenn den da einsetzen. Tiefer Sechser verteidigen. Ja, machen wir einfach mal so. So, jetzt gehen wir mal ins Spiel. Mit den Hauptakteuren, die wir auch sonst immer haben. Die sollen wieder Spielpraxis bekommen. Nach ihrem Urlaub. Eigentlich müsste die Sache hier ganz klar unser Ding sein. So, den zwingen wir auf seinen schwachen Fuß. Mehr machen wir erstmal nicht. So, bestimmt. So, bla bla bla. Speicher, ich glaube ihr. Bla. Bla. So, dann gucken wir doch mal, wie die jetzt hier spielen. Eigentlich vom Papier her gesehen sind wir hier diejenigen, die alles geben müssten, könnten und auch das Ding klar gewinnen müssten. So, Fuchs kann sich jetzt bestimmt mal wieder durchsetzen. Von dem Berg. Oh, Abderrahmane macht das 0:1 für uns in der 5. Minute. Wie gesagt, ich gucke da ganz entspannt zu. Das ist für alle hier, ich nenne es jetzt mal so ein kleiner Art Trainingsspiel. Wo man auch mal wieder gucken kann, wie es läuft. Fuchs ist wieder dran. Alles klar. Vandenberg hat sich den Ball wiedergeholt. Fuchs ist wieder dran. Vandenberg. Pfosten. Wie auch immer sie das geschafft haben, da den Pfosten zu treffen. Wir werden mal die Flanken ein bisschen fokussieren. So viel passiert jetzt eigentlich nicht gerade. Das ist ein bisschen eigenartig, dass wir hier bis zur 45. Minute nur diese eine Chance am Anfang hatten. Pause. Bin erfreut über den Spielverlauf. Weiter so. Zack. 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 Sah extrem begeistert aus. So, jetzt wärmen wir aber Mike Brömer kommt für Abderrahmane. Wenn wir den noch einstellen, dass der als Knipser agiert. Nico Bayer kommt für Rico Morak. Auch den werden wir als Innenverteidiger Vorstopper einsetzen. Sascha Burchard kommt für Körber. So, Florian Bark kann für Lukas Kraft kommen. Da kann man mal die ganzen jungen Hüpfer hier. Halt, was hast du denn jetzt gemacht? So. Marcel Rausch können wir zum Beispiel auch für Brian Hennings einstellen. Das passt dann auch so. Paul Dardai für Toni Fuchs. Den können wir auch noch dann den anderen Dingens zuweisen. Super, dass das wieder nicht angezeigt wird. So ist jetzt hier. Dann könnte er Flügelspieler werden. Alles klar. Dann stellen wir ihn jetzt als Flügelspieler ein. Wobei ist er ja schon, das passt so. So, Kackmack für Leon Jensen. Der passt da auch ganz gut in diese Dinger rein. So, und Kerem Bübü könnten wir dann noch für Eisele bringen. So, machen wir eine ganze Menge ausgetauscht. Gucken, wie sich jetzt die zweite, in Anführungszeichen, zweite Mannschaft schlägt. Nur wenige sind jetzt hier drin geblieben, die wir auch schon vorher hatten. Nochmal eine Ecke. Jetzt gibt es Einwurf. Aber den sehen wir dann nicht mehr. Also wird da keine weitere Chance sich draus entsprechend ergeben. Chakmak ist jetzt nicht der konditionsstarkste, wie man sieht. Der ist schon ein bisschen platt. Kam wahrscheinlich schon platt aus den letzten Spielen raus. Oder beziehungsweise aus den... Was war das denn? Mit Bübü unten. Römer. Oh. Hätte ja klappen können. Der kam wahrscheinlich schon nicht so ganz so fit aus dem Urlaub wieder. Hauptsache, er verletzt sich dabei jetzt nicht. Selbst wenn wir das Ding hier unentschieden oder verlieren sollten, es liefert zumindest so ein bisschen Überblick darüber,
wie die Spieler hier sich präsentieren. Oh, das war gar nicht übel von Dardai auf der linken Seite. Dass da einer schon Dardai heißt, ist schon ein bisschen eigenartig. Aber hey, wer bin ich, das zu richten? Ecke. Also die machen auch Druck, die Neuen da. Ist nicht so, dass das hier eine Pillepalle ist. Aber was Zählbares kommt dabei nicht raus. So, 90 plus 1, alles klar. Dann wird die Sache jetzt ja gegessen sein. Wir gewinnen das Spiel 0-1. Schöner Sieg, Jungs. Gut gemacht. Alle sehen extrem begeistert aus. Das hilft uns natürlich weiter. Zack, alle freuen sich ein bisschen. Das ist auch gut für die Stimmung. Ja, und mit diesem Ergebnis gucken wir noch kurz im Posteingang. Alles klar. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Crunch gesagt. Bye, bye. Haut rein. Ciao.